Am Mittwoch geht die Bremerlade los. Wir stehen hier am Osterdeich. Um uns herum sind gerade noch die Aufbauarbeiten am Laufen. Neben mir steht der künstlerische Leiter der Bremerlade, Jonte von Dölln, von dem ich jetzt gerne wissen möchte, was ist noch die letzten Stunden vor Start zu tun? Oha, einiges, glaube ich. Es sind ja noch ein paar mehr Stunden zum Glück. Wir haben ja noch über 24 sogar. Die Gastro ist jetzt hier beschäftigt, die Bierwagen zu schubsen, wie man so schön sagt, auf die richtige Position. Die technischen Anlagen kommen noch, das sind bis jetzt nur die Bühnen und Zelte, die nackten. Trailerbühne von Radio Bremen kommen noch, die eine im Park kommt morgen auch. Also es kommt noch einiges, aber es ist auch schon ganz viel da. Auf was können sich dann die Bremerinnen und Bremer besonders freuen? Auf 5 Tage Kultur for free. Nein, wir haben ein tolles Programm wieder zusammengestellt. Wir sind sehr glücklich. Ich glaube, es ist das Beste bis jetzt. Das soll ja auch jedes Jahr so sein, dass man sich da steigert. Es ist eine schwierige Frage für mich. Ich will da keine Sachen rauspicken. Ich freue mich auf die Melange des Gesamtprogramms, auf die Stimmung auf dem Platz. Ich glaube, es wird schön. An den 5 Tagen erwartet ihr ungefähr 200.000 Menschen hier am Osterdeich. Ja. Wie wollt ihr für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sorgen? Das sind ausgefeilte Sicherheitskonzepte, die wir dann natürlich in den Schubladen haben. Das läuft alles, ist nicht ganz mein Feld, aber die Kolleginnen oben sind natürlich auch wegen des kleinen Unwetters aware. Und das wird alles jetzt auch nochmal gecheckt und angeguckt. Und im Zweifelsfall muss bei Unwetter Schau unterbrochen werden. Und im Zweifelsfall sogar auch dann das Gelände evakuiert werden. Aber da gibt es, wie gesagt, entsprechende Konzepte noch und nöcher für. Ja. Gibt es aus dem letzten Jahr Sachen, die ihr verbessern wollt oder die gut waren und die ihr dann auch so fortsetzen wollt? Ja, vieles lief gut. Wir haben immer Learnings. Ich weiß jetzt gerade nichts Konkretes, aber wir haben tatsächlich im Bereich von Sicherheitspersonal, auch im Awareness-Team, noch mal aufgestockt, personell ein bisschen. Ansonsten fällt mir jetzt gerade keine ganz große Verbesserung ein. Außer natürlich, dass wir jedes Jahr versuchen, es immer ein bisschen runder zu machen. Kleine Fehler, die wir gemacht haben. Im Kinderprogramm haben wir letztes Jahr, hatten wir ja konzentriert im Park und es wurde sehr voll am Wochenende. Das haben wir dieses Jahr wieder ein bisschen auseinandergezogen, damit sich die Leute nicht auf den Füßen stehen. Solche Sachen. Aber das sind wirklich ein Feintuning, glaube ich. Gibt es noch einen Geheimtipp zum Schluss, den du Besucherinnen und Besuchern aussprechen kannst? Ja, einen Geheimtipp kann ich sagen. Und zwar schließen wir ab auf der Flut mit einer Band, die heißt Fate Gear. Und die sollte man sich angucken. Was machen die so? Guckt's euch an.